Hallo und herzlich willkommen zu Uni Wien Broadcast. Es gibt kaum jemanden, der sie nicht liebt. Die Rede ist von der Musik. Sie begleitet uns tagtäglich von früh bis spät. Hier an der Universität für Musik und Darstellende Kunst geht es allerdings nicht nur um moderne Musik. Wir haben uns mit Studenten, Professoren und der Universitätsleitung unterhalten, um was es bei einem Studium der Musik überhaupt geht. Und das erklären wir euch jetzt ausführlich in diesem Beitrag. Viel Spaß! Grüß Gott, Frau Sich. Grüß Gott. Wenn Sie uns kurz erklären würden, welche Tätigkeitsbereiche umfasst das Rektorat für Lehre und Frauenförderung? Ja, das ist das Vizerektorat für Lehre und Frauenförderung. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr großer Bereich. Also es umfasst alles, was mit Lehre, Inhalt der Lehre, Studienabteilung, alles das, Curricula, alles das zu tun hat. Dann umfasst es Wissenschaft, Forschung, es umfasst die Frauenförderung und ich habe auch inhaltlich die Evaluierung der Lehrveranstaltungsevaluierung bei mir und Bibliothek ist bei mir. Wir haben eine Gender-Plattform gegründet, also es ist sehr, sehr viel zu tun, macht Spaß, aber wir dürfen nicht locker lassen. Okay. Wie viele Studienrichtungen gibt es denn insgesamt und welche Standorte gibt es? Ja, es gibt ungefähr 104 Studienrichtungen an unserem Haus und wir haben ca. 18 Standorte. Es kommen sehr viele Studierende jedes Jahr, die möchten bei uns studieren. Wir haben sehr strenge Zulassungsbedingungen und wir versuchen wirklich, da die Besten zu finden. Und wie sind die Zulassungsbedingungen und wie läuft so ein Aufnahmeverfahren ab? Das kann ich jetzt nicht so generell beantworten. Es kommt jetzt eben darauf an, was man studieren möchte. Also Pädagogik schaut wieder ganz anders aus als Klavier und Filmakademie, Regie oder Produktion oder Drehbuch schaut wieder ganz anders aus wie Schauspiel. Das kann man wirklich nicht so allgemein beantworten. Was ich nur allgemein beantworten kann, ist, dass wir sehr bemüht sind, eine gute Zulassungskommission zusammenzustellen und da wirklich Expertinnen und Experten suchen, da die Studierenden aus. Wie viele Studenten werden denn pro Jahr genommen und wie stehen deren Berufschancen? Also es werden ca. 300 Studierende pro Jahr genommen. Und die Berufsaussichten, es kommt jetzt auch wieder darauf an, was sie studieren. Dadurch, dass wir so eine große Universität sind, kann man das jetzt nicht so allgemein beantworten. Also wenn sie Pädagogik studieren, zum Beispiel Musikerziehung, dann sind ihre Berufsaussichten hervorragend. Da gibt es nämlich ein totales Manko und da werden alle mit Handkuss genommen. Die Komponistinnen und Komponisten arbeiten dann eher freelance und sind sehr von der Auftragslage abhängig. Also ist eher riskant. Es kommt darauf an, was man studiert und ja, und wenn man gut ist, meistens setzt man sich mit Qualität durch, aber das Problem ist bei Künstlerinnen und Künstlern, da geht es nicht nur um die Qualität, sondern auch um Glück, dass man im richtigen Moment von der richtigen Person gesehen oder gehört wird und im richtigen Moment richtig gut war. Also das ist eine sehr schwierige Sache. Gibt es denn irgendwelche berühmten, oder es gibt sicherlich berühmte Leute, die hier einen Abschluss gemacht haben? Ja, es gibt viele berühmte Leute, die nicht nur den Abschluss gemacht haben, sondern auch bei uns studiert haben, also je nachdem. Wir haben eine relativ große Anzahl von Studierenden, die nicht abschließen, weil sie schon während des Studiums so gut sind, dass sie ins Engagement geholt werden. Also bei uns ist im Vergleich zu anderen Universitäten der Studienabbruch kein Negativum, sondern kann wirklich ein Positivum sein, weil die einfach wirklich sehr, sehr gut sind. Ja. Aber wen soll ich jetzt nennen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Angelika Kirschlager, Christian Altenburger, Barbara Albert, Birgit Minichmeier, Heinrich Schiff, Bernd Richard Deutsch, Johanna Doderer, dann Olga Neuwirth. Also uferlos. Wir haben sehr viele sehr gute Absolventinnen und Absolventen. Wie schauen denn jetzt so diese, also das kann man bestimmt jetzt auch wieder nicht allgemein sagen, Abschlussprüfungen aus? Also alle haben kommissionelle Abschlüsse, nur die Pädagoginnen und Pädagogen haben dann keine Konzerte, sondern da liegt der Abschluss eher dann im pädagogischen, wissenschaftlichen Bereich. Wie lange dauert so ein Studium? Ganz verschieden. Unsere Studien dauern von 4 bis 6 Jahre. Also richtige, reine Studienzeit. Viele verlängern. Viele Studierenden studieren parallel mehrere Studienrichtungen. Es kommt jetzt auch ganz drauf an.
Wir haben ja einen ganz starken Schwerpunkt in der Ausbildung für alle Instrumentalisten und Instrumentalistinnen im Ensemblespiel, in der Kammermusik. Und dabei geht es uns in erster Linie um das Erlernen des gemeinsamen Erkennens, Denkens, Atmens, Fühlens von musikalischen Inhalten, Sachverhalten, die ja gerade bei Streichquartetten, da gibt es eine unglaubliche Fülle von Literatur, oft sehr komplex sind, aber auch sehr lohnend, wenn man sie erkennt und mit ihnen leben zu lernen. Und die Herausforderung ist eben, dass man sich nicht nur auf seinen eigenen Part in diesem Zusammenspiel konzentriert, sondern immer sozusagen mitdenkt und mitfühlt, was die anderen machen, zuhört, reagiert, weiß, wann man die Initiative ergreift, weiß, wann man mitgehen muss. Und nach diesen Grundprinzipien versuchen wir den Studierenden das so zu vermitteln, dass sie eigentlich am Schluss das Gefühl haben, sie haben selbst aus sich heraus erkannt, worum es da geht und können das dann auch wirklich umsetzen und eben bühnenreif zur Aufführung bringen. Das Spielen eines Instruments ist eine Sache, die natürlich hohe Aufmerksamkeit, Konzentration und Fokussierung verlangt, um überhaupt so ein Streichinstrument das herauszubringen, was andere Leute gern hören. Ne? Klar, das ist einmal eine aufwendige Sache und ein notwendiger Prozess ist, dass man lernt, während man das tut, die Antennen immer offen zu haben, um zu hören konkret, zu spüren, zu fühlen. Das sind ja viele Signale, die nicht nur akustisch, sondern auch atmosphärisch, ein bisschen visuell und so weiter sind. Also alle diese Signale mit in sein eigenes Tun einzubauen. Und dann im besten Fall funktioniert es so, dass man dann sagt, die spielen wie einer oder also ziehen alle an einem Strang und so. Und das ist der wesentliche Inhalt, jetzt abgesehen vom wirklichen Erlernen oder im Fall von professioneller Ausbildungsstufe für Ensemble, abgesehen von diesen Sachen, ist es der Inhalt, dass man diese Fähigkeit erwirbt, weil die braucht jeder Musiker, jede Musikerin, wenn man im Musikleben auch wirklich bestehen können will. Es gibt als Arbeitsmöglichkeit nach wie vor die Stelle im Orchester. Ja, das funktioniert so, ein Orchester schreibt wie jeder andere Betrieb, wenn eine Stelle vakant wird, diese Stelle aus, das wird überall veröffentlicht, das kriegt man mit und veranstaltet dann ein sogenanntes Probespiel. Da werden eine Reihe von Leuten, die sich bewerben, eingeladen. Mittlerweile ist es so, dass oft für eine Stelle eben 100 oder 120 Bewerbungen sind und die eingeladen werden, fiedeln, blasen dann eben ein Pflichtprogramm vor. Und natürlich ist es ein hartes Ringen um so eine Stelle, weil auch im Statistischen, wenn man sieht, es gibt natürlich jetzt in Europa nach wie vor sehr viele Berufsorchester, wenngleich auch etwas weniger als früher, aber die insgesamte Qualität der Ausbildung und auch die Quantität der Kandidaten und Kandidatinnen ist halt gestiegen. Bei einer gleichzeitig nicht steigenden Verfügbarkeit von solchen Stellen. Ja, das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass alle, die bei uns die Ausbildung gut machen und auch ausgezeichnet absolvieren, dann automatisch eine Stelle bekommen in einem Orchester, die für sie passend ist. Orchester sind ja auch verschieden. Gut, es kann nicht jeder und jede Philharmonikerin werden. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ja. Andererseits müssen wir davon ausgehen, in unserer ganzen Arbeit, das ist auch Teil unserer, glaube ich, pädagogischen Verantwortung, dass es eben auch möglich sein muss, ein nicht nur akzeptables, sondern ein gutes Lebensauskommen zu haben, wenn man nicht in so einer klassischen Arbeitsstelle eines Orchesters landet. Thank you.
Ja, hi Philipp. Du studierst hier Design an der Uni für Musik und Darstellende Kunst. Wie kam das? Erzähl uns mal. Ich war als Kind bei den Wildener Sängerknaben in Innsbruck und habe dann auch später nach dem Stimmbuch dort weitergesungen. Und bei einem Wettbewerb habe ich dann meinen jetzigen Gesangslehrer kennengelernt, der mich dann danach angesprochen hat und gefragt hat, was ich die nächsten 6 Jahre so vorhabe. Mhm. Und hat mich dann nach Wien gelotst und hat mich vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung. Und die habe ich vor 6 Jahren gemacht und mittlerweile schließe ich mein Studium ab. Welche Stimmlage singst du denn? Ich bin ein Bariton. Okay. Wie war denn die Aufnahmeprüfung hier in Wien? Die Aufnahmeprüfung zieht sich über mehrere Tage und besteht aus einem Theorieteil, den man bestehen muss, allgemeine Musiklehre, auch Melodiediktate, man muss Akkorde erkennen. Das wird dann ausgewertet und dann gibt es das Vorsingen. Da gibt es auch mehrere Runden, wo dann mal kräftig ausgesiebt wird. Mhm. Am Schluss bleiben dann je nach Jahrgang zwischen 10 und 20 neue Studierenden übrig. Das Studium dauert 6 Jahre, 12 Semester, 4 Jahre Grundstudium und dann 2 Jahre entweder Lied und Oratorium, wir haben 2 Studienzweige, Lied und Oratorium und musikdramatische Darstellung, also die Opernschule. Was ist deine Richtung? Ich studiere Lied und Oratorium bei Marianne Lipovschek. Okay. Dort hangelt auf der Brücke die Hirtin. Schlauer Wicht, gib auf nur deine Tücke, gib auf nur deine Tücke, den Fisch betrügst du nicht. Also wie kann ich mir jetzt zum Beispiel ein Studium innerhalb dieser 6 Jahre vorstellen? Wie baut sich das auf? Genau, also in diesem Gesangsstudium geht es vor allem darum, den Leuten Fertigkeiten fürs Berufsleben mitzugeben. Das heißt, das ganze Curriculum baut darauf auf, also man hat Gesangsunterricht, man hat Korrepetitionsstunden. Das sind Stunden mit einem Pianisten, da arbeitet man an Interpretation, erweitert sein Repertoire. Man hat natürlich Musiktheorie, man hat Musikgeschichte, man hat Gehörbildung. Es kommen aber auch Körperfächer dazu, also Tanzen haben wir einen großen Schwerpunkt auf die Körperschiene gelegt. Also wir haben Tanz- und Bewegungserziehung, wir haben Atem- und Körperschulung. Da ja auch der Körper unser Instrument ist, muss ja auch das gut geschult werden. Man kriegt dann Querschnitt aus allen Bereichen, die man braucht. Es gibt Klavierunterricht natürlich, das ist doch ein wichtiges Werkzeug auch, um sich Dinge anzueignen. Und die Sprachen natürlich, also wir lernen Italienisch, wir lernen russische und französische Phonetik, um einfach Lieder singen zu können, wenn man da was auf Kyrillisch stehen hat, entsprechend das lesen und aussprechen zu können. Vielen Dank für das Interview. Gibt es noch irgendwas, was du einem Studienanfänger gerne als Tipp geben möchtest? Dass jeder, der das Interesse daran hat, und das wirklich gern machen möchte, soll es einfach ausprobieren. Und soll sich vorbereiten, soll Gesangsunterricht nehmen und soll einfach zur Aufnahmeprüfung gehen und das probieren. Weil man sich sonst vielleicht ärgert hinterher. Das Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie ist eines der 6 wissenschaftlichen Institute an dieser Universität. Unser Aufgabenbereich besteht darin, dass wir forschen und lehren. Wir bilden Studierende aus, die aber nicht Hauptfach Volksmusikforschung oder Ethnomusikologie studieren, sondern meistens kommen sie aus den pädagogischen Studienfächern und wir vermitteln in der Lehre den Studierenden vor allem, dass es auch andere Musikstile auf der Welt gibt, die nicht die westeuropäische Kunstmusiktradition sind. Die 2 Aufgabenbereiche unseres Instituts sind Lehre und Forschung. Wir betreiben Forschung nicht im Elfenbeinturm. Das war von Anfang an klar, dass wir angewandte Forschung betreiben. Wir haben 200 Dissertantinnen, das ist ein sehr hoher Anteil, die sozusagen den Nachwuchs der Wissenschaft, darstellen. Wir haben
19 Fächer und 35 Betreuerinnen der Dissertationen. Und es ist herrscht eine große Interdisziplinarität an diesem Haus, logischerweise, wenn wir 19 Fächer haben. Und das zusammenzuführen in einer gemeinsamen Veranstaltung war das Ziel der Etablierung dieses Dissertantinnenkollegs, in dem Dissertierende im zweiten Studienabschnitt über ihr Dissertationsprojekt referieren und dem immer eine sehr ausführliche Diskussion folgt. Und da sind wir, glaube ich, die einzige Universität in Österreich, die auch von der Größe her sowas noch leisten kann, nämlich wirklich eine interdisziplinäre Zusammenschau. Im Fach Ethnomusikologie habe ich die Aufgabe, Studierenden die Musikstile der Welt in einem Semester nahezubringen. Das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe und da muss man natürlich eine Auswahl treffen. Und in dem Fall greife ich zurück auf das Potenzial, das wir in Wien vorrätig haben, aufgrund der Zuwanderung. Und ich versuche den Studierenden auch Erlebnisse zu vermitteln. Das machen wir in Form von Workshops. Bamatola Aloba ist vor 30 Jahren nach Österreich eingewandert, ist Yoruba aus Nigeria. Und es war ihm ein ganz großes Anliegen, die Kinderlieder der Yoruba, Lieder, mit denen er aufgewachsen ist, nicht verloren gehen zu lassen. Das heißt, er wollte sie aufzeichnen und auch weitergeben. Und mit diesem Anliegen ist er zu mir gekommen, weil der Minderheitenschwerpunkt des Instituts ja relativ bekannt ist in Minderheitenkreisen, um sich da Anregungen und Hilfe zu holen. Und es ist tatsächlich ein Buch mit einer CD daraus entstanden. Und wo die Yoruba-Kinderlieder festgehalten sind, in Noten und im Text. Und er ist bereit, immer wieder in meine Lehrveranstaltung zu kommen und den Studierenden das in Form eines Workshops zu vermitteln. Wir sind hier in der Metternichgasse 8 der Universität für Musik und Darstellende Kunst und begrüßen Herrn Professor Dr. Peter Röpke. Herr Röpke, Sie sind Vorstand des Instituts für Musikpädagogik. Erzählen Sie uns etwas über Ihre Arbeitsweise. Ja, vielleicht fange ich mal sozusagen bei meinem eigentlichen Beruf an. Ich bin also in diesem Haus angestellt als Professor für Musikpädagogik und mein eigentliches Arbeitsfeld ist die Ausbildung von zukünftigen Musikschullehrern, also weniger von Lehrern, die in der Schule Musikerziehung unterrichten, sondern von Lehrern, die im außerschulischen Bereich in den vielen, vielen Musikschulen, die in Österreich existieren, tätig sind. Das ist ein riesengroßer Studiengang. Wir sind, glaube ich, mit Abstand der größte der Welt. Wir haben über 800 Studierende, die sich auf diesen Job vorbereiten. Es ist ein sehr internationaler Studiengang. Also ich habe in Seminaren Studierende aus aller Herren Länder sitzen. Das ist sozusagen meine Hauptaufgabe. Und wenn ich gleich so zwei inhaltliche Sachen dazu sagen darf, es geht dann nicht nur in der pädagogischen Arbeit darum, Studierende, wie soll ich sagen, fit zu machen in methodischer Hinsicht für den Job, dass sie also irgendwie über die richtige Technik verfügen, wie sie Leuten was beibringen, sondern wir wollen vor allen Dingen zunächst mal viel nachdenken darüber, was Menschen überhaupt zur Musik bringt. Ich gehe davon aus, Musik und Musizieren sind ganz besondere Tätigkeiten, die in ganz besonderer Weise auch zu tun haben mit inneren Bedürfnissen von Menschen. Jeder weiß das, dass Musik eine besondere Kraft hat und eine besondere Macht hat. Hier in diesem Institut probt einmal die Woche eine 28-köpfige Band, eine ganz wüste Partie, mit 14 teilweise sehr schwer gehandicapten Menschen und 14, jetzt sage ich nicht normalen, weil keiner ist normal, alle sind wir auf ihre Weise besonders, also 14 Musikstudierenden, Musikschülern und die bringen das hin, tatsächlich in dieser Besetzung ziemlich aufregende Musik zu machen und auf der Bühne eine ziemlich aufregende Performance hinzulegen. Und das ist für uns ein bisschen auch ein Programm. Ja. Also wir wollen auch über diese Band, die auch unser Rektor, glaube ich, sehr gut findet, auch über diese Band beweisen, jeder Mensch hat das Recht, Musik zu machen und jeder Mensch kann es auch.
Was würden Sie sich jetzt persönlich wünschen, dass mehr Menschen den Zugang zu Musik haben? Was könnte man da machen? Also jetzt zum Beispiel für sozial schwache Familien. Ja. Na, man müsste ein bisschen aussehen. Also zunächst mal diskutieren wir das in Österreich von einem relativ hohen Niveau her. Also ich habe, wie gesagt, diesen deutschen Migrationshintergrund und natürlich immer noch viele Kontakte zu meiner alten Heimat und bekomme damit, dass da das Musikschulwesen in einer ganz anderen Weise aufgestellt ist als in Österreich. Also in Österreich ist es einfach quantitativ viel größer als in Deutschland. Aber es ist auch qualitativ anders aufgestellt. Das hat was damit zu tun, dass die Musikschulen zum Teil im ländlichen Bereich wirklich aus dem Bedürfnis heraus entstanden sind, dass da einfach musiziert wird. Also die Blasmusik hat Nachwuchs gebraucht, irgendwelche Chöre haben Nachwuchs gebraucht und inzwischen brauchen auch Bands Nachwuchs und so weiter. Und die Musikschulen haben eine wirkliche Funktion. Also liefern für das Musikleben, für das Laienmusikleben sozusagen. Und das ist schon mal ein wunderbarer Ausgangspunkt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass obwohl in Österreich die Musikschulen so gut aufgestellt sind, sie natürlich jetzt eher Elternhäuser erreichen und Kinder erreichen aus solchen Elternhäusern, die man in der Soziologie bildungsaffin nennt, also die eher ein nahe Verhältnis zu Bildung und Erziehung haben und so. Und jetzt sowohl bei Menschen mit Migrationshintergrund, also nicht bei den Deutschen, da funktioniert das schon, aber eher denen, die weiter herkommen, wie auch bei Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen, also bis hin auch eben zu Menschen mit Handicap, noch einen gewissen Nachholbedarf haben. Und die Lage ändert sich insofern etwas und wir denken gemeinsam mit den Musikschulen sehr intensiv auch darüber nach, weil wir eine Diskussion haben in diesem Land über die Ganztagsschule. Da ist ja die Zeitung jeden Tag voll davon, gerade streiten wieder die beiden großen Parteien, also die Rote und die Schwarze, sehr heftig diesbezüglich, aber letztendlich am Ende des Tages wird ein Großteil der österreichischen Schüler bis 4,5, 5 in der Ganztagsschule sein. Ja. Heißt für die Musikschulen, sie müssen sich Gedanken machen, wo sie bleiben, wenn die Kinder so lange in der Schule sind. Heißt aber im Positiven, wenn sie jetzt in die Kooperation gehen, erreichen sie plötzlich in der Schule, in einer normalen Volksschule oder einer normalen NMS, Schüler, die sonst vielleicht nie den Weg zur Musikschule gefunden hätten. Was unterrichten Sie denn für Fächer? Also es gibt sozusagen die traditionellen Fächer. Es gibt didaktische, methodische Fächer, wo es darum geht, wie mache ich einfach einen ordentlichen Unterricht, was muss ich da bedenken. Und dann gibt es etwas Neues in meiner Arbeit und der Arbeit meiner Kollegen. Das heißt kreatives und situatives Musizieren aus der Gruppe heraus. Wenn du 10 Menschen versammelst zum Thema Musizieren, dann bringen 10 Menschen 10 unterschiedliche Kompetenzen mit. Mhm. Also ich gehe dann nicht in diese Gruppe rein und sage, ich bringe euch jetzt was bei oder wir realisieren eine Partitur oder wir spielen ein fertiges Stück, sondern ich schaue, wer ist da, was bringt er mit, welches Instrument spielt er, ja? Singt er oder macht er Body Percussion oder trommelt er oder was weiß ich. Ja? Und jetzt dann, und wie ist das stilistisch orientiert? Und jetzt versuchen wir aus dieser Situation heraus Musik überhaupt erstmal zu entwickeln. Grüß Gott, Frau Kleibel. Grüß Gott. Erzählen Sie uns doch etwas über die Veranstaltungen hier an der MDW. Wir haben über 1000 Veranstaltungen im Jahr und sind somit wahrscheinlich der größte Kulturveranstalter Österreichs. Es reicht eine Bandbreite von öffentlichen Diplomprüfungen, Vortragsabenden, Theateraufführungen, Opernabenden. Gibt es denn eine ganz besondere Veranstaltung hier? Ja, einmal im Jahr zeigen wir uns der Öffentlichkeit in unserem gesamten Spektrum und nicht am Campus, sondern in einem öffentlichen Raum, der in Wien als Kulturveranstalter wahrgenommen wird, im Palais Auersberg. Die Veranstaltung nennt sich Aufspiel und wir versuchen in dieser Veranstaltung möglichst viel, alles ist nicht möglich, an dem, was wir hier hervorbringen, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Als Präsentationsform haben wir nicht gewählt die traditionelle Situation, dass man im Konzertsaal oder im Kinosaal sitzt und schaut, sondern man darf sich frei bewegen zwischen den Bühnen und den Räumlichkeiten und sich aussuchen, was man wann sieht, hört, aufnimmt, um eine Erfahrungswelt zu eröffnen oder zu sehen, dessen, was Kunst alles ist. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin gerade im wahnsinnig eindrucksvollen Palais Auersberg, wo sich die Universität für Musik und Darstellende Kunst einen wahnsinnig tollen Festabend überlegt hat. Unter dem Namen Aufspiel werden wir heute Abend die Künste der Universität und die Besten der Besten auf der Bühne miterleben dürfen. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
Wie gefällt Ihnen der Abend? Ausgezeichnet. Sind Sie wegen jemand Besonderem da? Nein, ich bin nicht wegen jemand Besonderem da, sondern wegen aller dieser jungen Talente, die da verschiedenste Dinge aufführen und in einer ausgezeichneten Qualität, wo man sagen kann, da kann man sich schon freuen, wenn die alle groß rauskommen. Alles klar, danke. Schönen Abend. So, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.